So, wo ist denn mein Haus? Ich weiß gar nicht mehr, wo das stand. Da, da ist mein Haus. Hä? Hey! Ah! Ah! Hey Leute, was geht? Mama Dania hier in Adopt Me City. Und Leute, ich schaue mir gerade das Luxury Apartment, also das Penthouse natürlich, von Baby Khan an. Und das ist ja mega schön geworden. Also ich meine, guckt euch das mal an. Also wenn er sich ein bisschen Mühe gibt, dann könnte er auch Architekt werden. Später mal. Ich finde, das ist so ein unheimlich schönes Penthouse geworden. Es ist wirklich, also ich bin total begeistert, beeindruckt. Ich finde gar nicht genügend positive Worte für dieses Penthouse. Wirklich. Also es sieht so stilvoll aus und egal aus welcher Ecke man schaut, es sieht einfach gut aus. Es sieht einfach gut aus. Aber er müsste hier die Räume eigentlich noch machen. Eigentlich. Wenn er nicht noch eine Strafe offen hätte bei mir. Wenn dem nicht so wäre, müsste er die Räume da noch machen. Aber das wird wohl leider demnächst nichts. Sag ich euch so, wie es ist. Ich habe nämlich was vor. Er hat wirklich extrem über die Stränge geschlagen. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, er hat es so heftig übertrieben, dass ich es nicht mal fasse, dass ich das überhaupt jemals sagen muss, dass Scam nicht okay ist, dass ich das Baby Khan sagen muss. Das hat mich so enttäuscht. Das hat mich wirklich so sehr enttäuscht, dass ich jetzt einen Entschluss gefasst habe. Baby Khan ist einfach zu verwöhnt. Er ist so verwöhnt und das ist vielleicht auch teilweise meine Schuld, aber ich muss das jetzt auch irgendwie gerade biegen. Und dementsprechend werde ich ihm das größte Geschenk wegnehmen, was ich ihm jemals gemacht habe. Das ist dieses Haus hier. Ich werde es verkaufen oder vermieten, mal schauen. Aber er wird da definitiv nicht mehr drin wohnen. Er soll erstmal wieder klarkommen und darf gerne bei mir zu Hause in seinem Zimmer wohnen. Aber hier definitiv nicht mehr. So, ich kann euch ja mal fragen. Hey Leute, will jemand Baby Khans Haus haben? Vielleicht will es ja jemand von euch. Kein Problem. Ja, siehst du, da ist schon jemand. Da möchte schon jemand das Haus haben, Baby Khan. Ja, siehst du? Siehst du? Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Hey Leute! Also, ich habe heute mit Draco meinen Pet-Tag. Und ab sofort ist jeder Tag ein Pet-Tag, weil ich starte jetzt auch die Mission Neon-Pet. Mhm. Nach dem letzten Mal, wo ich den Fehler gemacht habe und auch eingesehen habe und mich bei allen entschuldigt habe, bin ich jetzt... Hey Draco, was ist denn los? Bleib ruhig. Was ist denn los? Werde ich jetzt auf jeden Fall mit Draco die Mission Neon-Drache starten. Neon Pet. Und ich glaube, das werden wir auch bald schaffen. Weil ich werde mich jetzt nur noch um meine Pets kümmern. Ja gut, ich muss zwischendurch auch zur Schule, aber das ist ein anderes Thema. So. Wir müssen jetzt gleich erstmal nach Hause, weil wir müssen hiernach noch duschen. Aber wir gehen zu Mama Dania nach Hause. Weil das Haus habe ich echt vermisst langsam. Aber gut, wir müssen heute Abend bei uns zu Hause bleiben. Wir müssen uns dran gewöhnen, Draco. Es geht nicht anders. So, komm schon. Wie lange noch? Okay, ab zu Mama Dania. Also Leute, ich habe meine Lektion wirklich gelernt vom letzten Mal. Also das war echt nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Danke, dass ihr alle so freundlich zu mir wart und gesagt habt, hey, wir verzeihen dir, aber mir auch gesagt habt, dass das nicht geht. Und da habt ihr recht, Leute, das geht wirklich nicht. Also das ist nicht in Ordnung. Ich habe das damals bei Baby Claudio immer gesagt, dass das nicht cool ist. Er hat's gemacht. So, und ich muss jetzt einmal kurz zu Mama Dania. Hey Leute, also ihr habt meine Entschuldigung angenommen vom letzten Mal, ne? Danke. So, hallo Mama Dania. Hi Baby Khan. Du Mama Dania, wir müssen einmal duschen. Können wir das einmal kurz machen? Mhm.
Okay, was hast du so gemacht heute? Du klingst irgendwie ein bisschen traurig. Ach nein, also mir geht's prächtig, Babykahn. Was macht Fluffy? Trinken. Also, wie hast du das bei Fluffy eigentlich vor? Hast du so Tipps und Tricks für mich, wie du so Fluffy so schnell auswachsen lassen kannst? Kümmer dich um seine Bedürfnisse und dann wird er schnell groß. Hm. Gibt's da nicht irgendwelche so Lifehacks oder so? Nein. Hallo, Fluffy. Nein, gar nicht. Nein, ich wünsche dir viel Spaß im Haus. Ich gehe jetzt mit Fluffy zur heißen Quelle. Ja, okay, ich wollte heute Abend aber eigentlich bei mir schlafen. Ist das in Ordnung? Hallo? Überleg dir, ob es in Ordnung ist. Ja, also Draco muss sich ja an die Umgebung da gewöhnen. Hat er ja schon gemacht, aber bald ist Draco ja ausgewachsen. Und dann kommt ein neuer Draco. Also sein Bruder, sein Zwillingsbruder. Und du hast Hunger. Okay, das machen wir direkt mal hier. Bitteschön. Ich kann dann kurz schlafen. Und dann geht's nach Hause. Wobei, ja doch, ich schlaf kurz hier. Weil dann kann Draco zu Hause schlafen. Ich kann mich in der Zwischenzeit um andere Dinge kümmern. Habt ihr mein Penthouse eigentlich schon gesehen? Ja, ne? Gut. Draco, kommst du mit? Dann gehen wir jetzt einmal kurz nach Hause. Dann kannst du da schlafen, okay? Also hier ist zwar auch unser Zuhause, aber ich möchte auch, dass du dich an unser Haus gewöhnst. Und auch an das Penthouse. So. Oh, wir sind ja auch schon alle weg. So, wo ist denn mein Haus? Ich weiß gar nicht mehr, wo das stand. Also, das kann es ja nicht sein. Das auch nicht. Wir fliegen mal ein bisschen. Normalerweise wird das doch gezeigt. Wo's? Da, da ist mein Haus. Hä? Hey! Hey, weißt du, was mit meinem Haus passiert ist? Das ist doch... Das ist nicht mein Haus! Draco, kannst du kurz schlafen? Ich kümmere mich drum. Mama Danja! Mama Danja! Mama Danja! Mama Danja! Draco, steh auf. Das ist nicht unser Haus. Das ist unser ganz altes Haus. Aber das hatten wir doch schon längst verkauft, oder nicht? Mama Danja! Mama Danja! Ja? Wo bist du? Mein Haus ist weg! Du musst dich als Bürgermeisterin darum kümmern! Komm erst mal nach Hause. Was ist denn das Problem? Mama Danja, mein Haus ist nicht mehr da! Mama Danja, mein Haus ist nicht mehr... Ja, das ist ja also verrückt. Kannst du dich mal bitte drum kümmern? Du bist eine Bürgermeisterin. Jetzt mach deinen Job mal vernünftig. Irgendwas ist bitte? Da passiert. Bitte wie? Ja, kümmere dich darum. Das ist dein Job. Hat Baby Claudio mein Haus geklaut? Mama Danja? Claudio hat dein Haus nicht geklaut. Niemand hat dein Haus geklaut. Ja, aber es ist nicht mehr da. Und ich komm doch erstmal nach Hause. Ich hatte gerade erst das Penthouse eingerichtet. Ja, das ist schon hart. Wo bist du denn? Hallo, Baby Khan. Hallo, weißt du, warte, ich muss mich kurz um Draco kümmern. Draco muss schlafen. Er soll das alles nicht mitbekommen. Er soll nicht mitbekommen, wie Baby Khan, also ich, schlecht drauf ist. Draco, ich kümmere mich darum. Mama Danja, wir müssen ganz schnell, also wir müssen uns Baby darum Khan, wir kümmern, müssen dass gar mein Haus zurückkommt. Wir müssen gar nichts. Aber wieso dein denn Haus nicht? Das wurde verkauft. Von wem? Von mir. Weil du die ganzen Leute abgescammt hast und weil du einfach zu verwöhnt bist. Ich kann das so nicht stehen lassen. Du bist einfach zu verwöhnt, ja? Du glaubst, dass du, sobald du irgendetwas nicht hast, dann musst du es anderen Leuten direkt wegnehmen. Und deshalb wollte ich dir jetzt einfach mal zeigen, wie das ist. Ist das dein Ernst? Ja. Ist das wirklich dein Ernst? Ja, ist es. Du kannst wie kannst jetzt du mir wieder, sowas antun? Du kannst wieder in dein Zimmer einziehen. Das ist Mama Danja, sehr schön. Ich habe extra dieses Penthouse gemacht. Du kannst einfach mal ein bisschen lernen, wie das ist, bescheiden zu sein. Das hat doch damit nichts zu tun. Ich habe mich doch entschuldigt. Nein, du bist einfach viel zu verwöhnt, Baby Khan. Und es reicht auch irgendwann mal. Das war so frech von dir. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich das jemals mit dir besprechen muss. Mama Danja, ich habe so viel Geld ausgegeben und ich habe mir so viel Mühe gemacht mit dem Penthouse und mit unserer Wohnung. Und ich wollte das doch weitermachen. Und ich habe auch sehr viel Geld für deine Pets ausgegeben, Baby Khan. Und deshalb finde ich es nicht in Ordnung, wie du dich verhalten hast. Du gehst jetzt bitte gleich in dein Zimmer und legst dich hin. Nimm von mir aus Draco mit oder wen auch immer du gerade möchtest. Aber Mama Danja, ich habe mich doch entschuldigt bei allen. Nix, Mama Danja. Ja, aber das reicht manchmal auch einfach nicht, Baby Khan. Aber Mama Danja, bitte.
Nein, nichts, Mama Danja. Aber ich habe mich doch entschuldigt. Nein, nichts, Mama Danja. So, ich bringe jetzt Fluffy in die Schule und du kannst. Ich muss aber auch in die Schule. Darf ich überhaupt noch in die Schule? Du darfst schon noch in die Schule, du darfst nur nicht mehr in dein Haus. Ja, ich habe ja kein Haus mehr. Ich habe nur noch dieses ganz alte Haus. Da habe ich gar nichts mehr drin. Keine Möbel, nichts. Ja, nur ein Bett für Draco. Das wird ja wohl reichen. Oh Mama Danja, womit habe ich das verdient? Ja, Leute, vielleicht kennt ihr ja irgendeinen Grund, weswegen Kahn es verdient hätte, sein Haus wiederzubekommen. Ich glaube nicht, dass bitte, Leute, Kahn es wiederbekommt. Es tut mir doch leid, ich habe mich doch entschuldigt. Ich mache sowas nie wieder, bitte. Habe ich nicht auch eine zweite Chance verdient? Bitte. Also, falls ihr einen Grund gefunden habt, Mühe gegeben mit dem dann schreibt Haus. Das bitte mal unten in die Kommentare. Vielleicht überlege ich es mir dann nochmal. Aber eigentlich steht mein Entschluss schon ziemlich fest. Aber vielleicht könnt ihr mich ja noch umstimmen, Leute. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Bitte, ciao. Hilft mir, bitte.